Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind in Beaver Hollow, wo mal unser Camp war, in Kapitel 6. In der letzten Folge haben wir dann hier noch am Ende das Hideout hier quasi geklärt von der Murphy Brut. Und ich muss jetzt mal so langsam schauen, dass wir zum Trapper gehen und nicht nur das. Ich glaube, ich sehe hier gerade wieder einen Dinosaurierknochen, den ich noch nicht habe. Habe ich den schon? Warte mal. Das hier? Ne, den habe ich nicht. Hier ist ein Dinosaurierknochen. Dann reiten wir schneller hoch und dann gehen wir zum Trapper. Das ist der Weg. Der schon wieder. Oh, you look remarkable. I've been so much pain. Bitte was? He won't send me the message. He won't. I've been here for years and nothing. Verrückter Prediger. Are you the signal? I don't think so. How do you know? How do I know? How do I know? Ich gehe doch mal wieder meinen Weg, ja. Oh, wo sind sie denn? Da oben. Oh, vier Knochen noch. Dann hätten wir sie alle. So, den Traumfinger habe ich. Okay. Den Knochen da hinten habe ich auch. Es wird jetzt schwierig, die noch zu finden, die wir noch brauchen. Weil den Großteil wir halt einfach schon haben. Been through it, ain't we?
riding, girl. Let's see. So. Boy, the things I can make with this. Been a real pleasure doing business with you. Quality hide. Können wir mittlerweile schon irgendwas craften? Todesrolle zum Beispiel hätte ich mal gerne langsam. Den legendären Panda brauchen wir noch. Wir brauchen wirklich nur noch den legendären Panda. Da könnten wir das Outfit hier craften. Jägersmann. Da brauchen wir noch Adlerfedern, Elchfell, Bisamrattenfell. Es ist... vollständig das Pirscher-Set. Ist das für wärmere Umgebungen? Ich weiß es nicht. Oh, das Outfit ist auf jeden Fall komplett. Zumindest meins. Legendärer Panda, der muss doch wahrscheinlich auch da unten in Lagras sein, Richtung Bayou da runterwärts. Stimmt, der Legendary Panda, Jiaguro. Jiaguro only spawns once you completed 9 Master Hunter Challenges. Oh mein Gott. Are you fucking kidding me? Das ist ein Witz, oder? Are you kidding? Desperado, den hätten wir auch fast für dich. Gürteltier, heute brauchen wir doch noch mehr. Na, Kopfgeldjäger ist auch für dich. Einiges fertig. Der Viehhirte. Klapperschlange ist auch fertig. Geisterbison fehlt noch das legendäre Wapiti. Müssen wir uns auch noch irgendwann snacken? Wie sieht's mit dem Traumfinger aus? Okay. I'd wager I can travel faster with this stall in tow than you or anyone can with nothing but a horse in a saddle. It's not about speed. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier ist. Das ist, glaube ich, für wärmere Umgebung, oder? Zeig's mir nicht an. Alright, let's have a look. There. Nothing quite like wearing your best day's work. Das hier ist auch noch ein cooles Outfit. Nachthürde sieht auch echt strong aus. Desperado sieht auch nicht schlecht aus. Muss kurz gucken. Kann ich, glaube ich, craften ohne Probleme. Ja.
Kopfgeldjäger. Warum habe ich jetzt die Hose noch von einem anderen an? Dieser Gegenstand ist nicht mit deinen Stiefeln kompatibel. Okay. Böse. Alter, diese Hüte, what the fuck? Das sieht ja schön blöd aus. Wir müssen auf jeden Fall das bereinigen. So, wir haben das erledigt. Jetzt lass mal kurz überlegen, ja. Das ist jetzt heute alles gut. Ich werde gleich nochmal hier runterreiten. Vielleicht kriegen wir nochmal ein paar Biber. Und ansonsten werden wir hier hochgehen. Da haben wir nämlich noch die nächste Galloway-Mission. Dass wir diesen Slim Grant aufsuchen müssen, der ja Marshall jetzt ist. Panda, Alter. Jägerstufe 9. Aktuell haben wir, glaube ich, immer noch offen, dass wir einen Puma finden müssen, ne? Einen Puma müssen wir noch mit dem Bogen killen und häuten. Oder waren es zwei noch? Ne, wir haben ja letztens einen nochmal bekommen, oder? Ja, es ist nur noch einer. Letztens hatten wir ja nochmal einen. Jetzt muss doch ein Puma über den Weg laufen, das ist wichtig. Brauchen den. Aber wir konnten endlich mal ein paar Outfits craften. Ist doch eine Schlange gerade gewesen, genau bei dem Drapper. Ist das jetzt der Ernst? Tatsächlich. Ich sehe sie nicht. Wahnsinn. Direkt beim Drabber. Da hinten liegt sogar noch der eine Wapiti, den wir hier mal angeschliffen haben mit dem Lasso. Der ist auch noch da. What the fuck? Wie lange bleiben denn bitte die Leichen liegen? Alter, den Typen habe ich gar nicht gesehen. Ach, das ist wieder dieser Nacketsucher. Ja, das ist der. If you're looking for gold. Und das gibt ich mir nix.
Als ob das hier schon wieder Schwimmen ist. Das ist doch nichts. Alter, ich krieg die Krise. Jetzt kriege ich hier den Biber nicht mehr. Meine Güte. Scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Ein Squirrel. Ein Squirrel. Dreier Sternschuh. There. Let's go, girl. Noch einer. This really ain't like you. Alles klar, Digga. Hier ist Puma-Gegend. Ich glaube, ich gehe jetzt doch erstmal nach oben. Dann reite ich hier rum, weil da war ja, glaube ich, auch noch was. Dann gehen wir als erstes zu diesem Marko Dragic. Dann gucken wir da hin und dann kommen wir von oben quasi nach unten nach Ennisburg. Vielleicht finden wir da oben glücklicherweise jetzt einen Puma. Das wäre super. Ich hab gerade ein Waschbär gehört. Ein Silberfuchs. Lady.
Schon wieder Murphys gewesen, wo eine Frau entführen. Easy, ma'am. You're okay. They're gone. Ist sie schon wieder am Wegrennen. Statt sie hier bleibt und man ihr helfen kann, in die Stadt oder so zu reiten. Warum habe ich jetzt eine Minus-Ehre bekommen? Für was? WTF? Good girl. Let's go. So, hier sollen Pumas sein. Zumindest laut Karte. Oh. What a shot. Okay, girl. Let's go. Wir schlagen mal kurz ein Lager auf. Macht gerade wenig Sinn. Wir brauchen wieder kleinen Wildpfeiler. Oh, die soll das da genügen. Starker Raubtierköder. Oh, mal gucken, wie stark der ist.
Bliesen Puma. Blies. Es geht nach vorne ab. Daher. Oh, 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 oh. Der WTF? Da war irgend so ein halbnackter Neandertaler, der wie ein Wolf rumgeschrien hat. Wolf imitiert hat und ist auf einmal wirklich Wolf gekommen. Der wurde von Wölfen großgezogen. Hundertprozentig. Perfektes Fell, aber nice. You know what to do, girl. Ja, wo ist der Wichser hingerannt? It's a damn good question. Ich weiß, dass es hier irgend so eine Höhle gibt, wo wirklich so einer drin hocken wird. Nackter Neandertaler. Ach, schau mal an, hier ist das Wikingergrab. Kriegen wir nicht auch hier den Wikingerhelm her? Frage mich, wer diese Menschen waren und wer wen getötet hat. Ich muss selber gerade mal gucken, wo wir gerade sind. Wir sind, glaube ich, hier, ne? Ja. Nee. Where the hell we are? Das ist... Roanoke River. Wir sind ein ganzes Stück weiter oben. Hier sind wir. Oh ja. Alles klar. Schauen wir doch mal rein. Da waren wir halt auch noch nicht. Das ist so ein Wikinger-Teil. Hier ist auch das Beil davon. Wikingerbeil. Oh, und hier ist der Helm. Alter, Valhalla calling me. Jetzt geht's los. Direkt erstmal wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla spielen. Valhalla calling me. Wow, the echoes from the eternity. Wow. Das ist doch was. Da, 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 da. Hier ist irgendwas noch. Ah, hier ist doch noch was. Ein antiker Wikingerkamm. Frech. Das ist bestimmt einiges wert. Wo ist mein König Ragnar? Hier und Dingens ist ein Schatz, aber anscheinend nicht.
Nix, Schatz. Blirt. Nix, nix. Puma möchte ich hier auch nicht aufkreuzen. Schade. Bro, gefährliche Gegend hier. Oh, ich habe einen Plan. Ich schmeiße jetzt hier unten mal so einen Köder hin und gehe nach oben. Oh, starke Raubtierköder. Mal gucken, ob das was bringt. Ich hoffe es, sonst habe ich die Scheiße umsonst gecraftet. Scheiße, ich brauche einen Bogen. Was jetzt wirklich gleich ein Puma aufkreuzen tut? Will aber auch nichts kommen, ey. Das ist doch. Im ersten Teil, wenn du einen Köder platzierst, dann ist auch mit der Zeit, das hat nicht lange gedauert, vielleicht 5 oder 10 Sekunden, dann ist schon ein Viech gekommen. Also hier funktionieren die Köder irgendwie gar nicht. Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist halt wirklich lächerlich. Ich platziere da unten einen starken Raubtierköder hin, der um wirklich viel kostet zu craften. Und das passiert halt eben ein Mückenschiss. Das ist doch frech. Ganz ehrlich. Come on. Ne, nicht ein einziges Viech, was ich denken würde. Hm, geh ich mal hin. Könnte was Leckeres zu essen sein. Viecher sind ja alle überschlau. Da, jetzt ist hier ein Viech. Das ist ein Fuchs. Digga, wer will denn ein Fuck? Ne, das ist ein Kojote. Warum auch nicht? Und das ist eh scheiße. Das ist ärgerlich. Wir reiten weiter. Das hat keinen Wert, hier zu warten. Unser Hut wieder anziehen. Das ist, glaube ich, ein Schwarzbär, oder? Ah, der rennt weg. Goddammit. Das hatten wir hier auch schon. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ganz ehrlich. Ich mache jetzt erstmal das mit dem Marko Dragic. Wieder ein Schwarzbär. Aber das ist immer noch dasselbe. Ach super, und der Typ sitzt sich hier, willst du mich verarschen?
Am I glad I found you? I'm colder than blue belly hail out here. Could I warm up by your fire just a bit? All right. I guess you can sit a while. Oh, I sure do appreciate this. You won't even know I'm here. Oh, got myself rightly turned around out here. Yeah, so 2 days or more. Yeah, Jerry Ann guzzled up all the chitterlings, so I go out hunting squirrels. Only Esther still got my damn warm britches. And I got poor circulation, even at the best of times. So, oh, November, my feet. They always turn brown. So I'd like some shine to keep myself warm. I woke up on a riverbank, shivering. Gezittert wie ein Hund beim Scheißen. I get lost real easy. You ever heard of a place called Butcher Creek, mister? Our entire village has been marked by the demon, stealing our bodies and our minds. And we have all been cursed and nothing we can do but just wait our time. Wait, why are you looking at me like that? Now, I don't know if I like you, mister. You got the same look my uncle has. I'll take my chances. You stay away from me! What the fuck? Ah, Besuch von einer Verrückten. What the hell, einfach nur. Das war sehr, sehr, cringe. Die war auf jeden Fall nicht mehr ganz dicht. So, ist der Dragic wieder da? Natürlich nicht. Das ist natürlich so typisch. Na, jetzt bin ich hier oben in der Ecke und der Typ ist nicht da. Was soll denn das? So eine ärgerliche Scheiße. Ist irgendwo ein Wabiti. Ich höre dich. Wir hätten denselben Blick wie ihr Onkel, Alter. War ihr Onkel irgendwie so ein Perverser oder was? Der die irgendwie angetatscht hat oder was? Gidi, gidi, git. Sie verlauft sich ständig. Die hat mir irgendwie Angst gemacht. Auch noch einen Kaffee und dann geht's los. Jetzt decken wir uns auch kurz einen Fisch rein. Schon wieder in Schwarzbär. What the fuck? Jetzt rechts mal aber. Aber immer ein 3-Sterner. Lieber mit. Wenn ich darf. R-
Relax, lady. Good girl. Let's go. Crew, what I'm moving on. I've been living too fast, I've been living too wrong. Crew, what I'm gone. Ich hab einen Ohrwurm, das ist so scheiße. Abmachen kann ich nichts. Das ist auch so eine schöne Stelle hier. Hält doch jemand. This was supposed to be our little adventure. All we you need all is right? Each other. That's what. Who are you? Oh, it's okay, ma'am. I mean you no harm. Well, it makes no difference now. If an outlaw or a wild animal doesn't get me, starvation will. We came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. All this squandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic. What a pair of fools. Is there a train station or town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal. Kill. Yeah. I'll leave you to it. Is there anything left for you to eat? Nothing. No, we didn't know the first thing about hunting. We couldn't even catch a darn mouse. If you need any poisonous berries, though, I'm a natural at finding those. Well, you ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt.
Come on. I'll show you. All right. But you better not try any funny business. You know, I may be weak, but I still know how to stand up for myself. Oh, I don't doubt it. Come on. Führe die Witwe in das Jagdgebiet. Tell me, you ever skin an animal before? No, but then again, I haven't caught much of anything either. Well, you need to know how to do both if you're going to survive out here. I am all too aware. So where should we head for? Let's try in the trees down there, near the river. What happened to your husband, if you don't mind me asking? A bear got him. It was horrifying. He survived, but only for a couple of days. I buried him a week ago. I'm sorry. This is his dream more than mine. I'd have hopped the next train back to Chicago if he'd said the word. But now, I don't know, it's hard to explain. I have to do this. I understand. Yeah, this is a good spot. Suche die Gegend nach einem Tier. What are we looking for? Well, I think we should start with something small. Don't you? There, look. Oh. Oh. Got it. Oh. Good shot. Okay then. Go on. Time to get your hands dirty. How do I mean, what do I do? Just hold the legs tight. Pull the skin away quickly. Should come right off. Jawohl. Oh. It worked. That's all there is to it. You did good. I think I've seen enough blood for one day. Do you mind if we head back now? Sure, I'll walk you back. You did good. That should keep you fed for a few days. Oh yes, at least. Thank you so much. I mean, this really ain't such a bad spot. You got a good water source. It's remote, but you can survive here all right. I have no doubt that one can survive here. Whether Charlotte Balfour can is a different matter entirely. You've probably lived your whole life in the outdoors. A lot of it, that's for sure. I barely left the city before coming here. Cal spent his summers growing up at his grandparents' lodge in Maine, but I get the impression they did more punting than hunting. Right. Oh, Lord. No. We're done for now. Stay back. Must have smelled the dead rabbit. Oh, thank God. You see, if you hadn't been here, I'd be dead now. You got a rifle? Yes. Well, my husband's. I suggest you learn how to use it. Now, come on, let's get you home. Since we got here, it feels like every step forward has come with 100 steps back. People always talk about the simplicity of country life, but there is nothing simple about any of this. I guess we only know what we know. Oh, please. I'm sure it wouldn't take you too long to adjust to a life of privilege and indolence in the big city. I don't know about that. It sounds awful. Oh, it is. A truly empty and boring existence. But an undeniably easy one. I still can't believe he's gone. So it's Chicago you came from? That's right. Have you been? Yeah, I've passed through a couple times. Business or pleasure? Business, you could say. Banking, mostly. Oh, really? Cal was in banking, too. I doubt we crossed paths. I was more on the withdrawal side. Oh, right.
You're teasing me. Something like that. Thank you. That was the first time anyone's done anything nice for us. For me. Since we got here. Kein Problem. But she sure don't always make it easy. That she doesn't. I'd invite you in, but I'm dead on my feet, if you'll forgive the pun. Please do call again sometime, though. A good rest, and hopefully I'll be a new woman. All right, ma'am. Take care now. Wir schauen mal wieder vorbei. Aber jetzt hat sie wenigstens mal ein bisschen was gelernt. Als nächstes vielleicht das Schießen dann. Oh, wenn das perfekte Fälle hier sind, noch zwei Stück, wäre wunderschön, ne? Sehr gut, einer ist perfekt. Ehrlich gesagt nicht, warum der Typ hier nicht mehr auftauchen tut. Das sind schon wieder zwei Leichen da hinten. Wahrscheinlich wieder die Murphys. Noch einer. Ich glaube, der andere haut ab. Idiot. Alter, diese Aussicht in diesem Spiel immer wieder, ne? Crazy. Ja, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Wildgamer YouTube. Ciao.